Jungs, willkommen zur Ultis Game Show, der einzig wahren Game Show auf Twitch.tv, wo wir herausfinden werden, wer hier der größte Nerd ist. Zwei Leute treten gegeneinander an. Ich bin der Host des heutigen Abends, Sean, und ich will auch gar keine Zeit verschwenden, sondern direkt unsere beiden Kandidaten des heutigen Abends vorstellen. Wir hätten zum einen Timo Schimtex, Timo Game Design, höchstpersönlich hier in der Booth. Hallo. Willkommen. Digga, was machst du da? Warte, ich muss gucken, ob OBS, warte, sieht man eure Cams? So, jetzt. Jetzt passt es. Willkommen, Timo. Hi, was geht? Und zu Timo. Unserer Linken haben wir Gaetano Rau Firebro. Willkommen an dich. Ich freue mich, bei dir zu sein. Yeah. So, zuallererst mal ein paar Fragen an euch. Erstmal, Timo, sei mal ehrlich. Was denkst du, wie sind deine Chancen gegen Firebruder? Also erstmal will ich anmerken, dass wir beide keine Ahnung haben, was für eine Art von Quiz das bitte. Also, Niemand hier. Es kommt komplett aus dem Nichts für alle. Niemand hier. Aber ich fühle mich gut. Ich bin. Aber wird ein Gaming-Quiz sein. Ich habe Brain. Wird nur über Gaming hier gehen. Du sagst, du hast ein Brain und fühlst dich gut gegen Gaetano. Generell gut. Okay. Gaetano, was sagst du dazu? Glaubst du, du hast Chancen gegen Timo? Ich sag mal so, er hat vielleicht Ahnung von Game Design, aber hat keine Ahnung von Spieleffekt. Also, wow. Ich sehe da eine ganz klare Niederlage in Timos Richtung. Ach du Scheiße. Und Chat, ich heiße euch auch sehr herzlich willkommen. Ihr seid hier unter mir. Die Teilnehmer sehen euch nicht, das heißt, ihr könnt gerne mitraten und sowas. Willkommen an euch auch. Ihr könnt auch gerne euren Favoriten jetzt in den Chat schreiben. Die beiden sehen es nicht. Das bedeutet, ihr braucht keine Angst haben, dass sie sauer auf euch werden. Oh mein Gott. Okay. Wir fangen direkt an, weil, ey, ich habe hier schon ein paar Beschwerden gehört. So, was ist das hier überhaupt für ein Quiz? Ich möchte kurz erklären für alle hier, wie es hier ablaufen wird, okay? Und zwar sind das hier ein Quiz von 20 Fragen. 10 Fragen mit Auswahlmöglichkeiten aller Wer wird Millionär? Also es gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten und ihr müsst den richtigen Guess mir per PN auf Discord schicken, damit der andere nicht abgucken kann. Deswegen öffnet schon mal eure PNs. Ich mache das hier über Handy, deswegen nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit auf mein Handy gucke, damit checke ich die Dings, die Antworten. Machst du auch über Handy? Safe. Und danach kommen 10 Fragen ohne Auswahlmöglichkeiten. Und derjenige, der näher dran ist, bekommt einen Punkt. Bei Mitantwortmöglichkeiten können beide, by the way, einen Punkt bekommen, wenn beide halt richtig sind. Aber mit ohne Auswahlmöglichkeiten unwahrscheinlich, dass ihr beide dasselbe tippt. Falls ja, bekommt ihr trotzdem beide einen Punkt. Aber ansonsten, der näher dran ist, wird den Punkt bekommen. Mhm. Soweit alles klar. Ich glaube, es ist ziemlich basic. Einfach nur ein ganz normales Quiz. Und by the way, hier kommen nur Videospielfragen. Nix irgendwie Naturkatastrophen und sowas, einfach ein reines Gaming-Quiz. Jo. Alles klar, können wir anfangen, rein in den Content? Safe, Alter. Okay. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Wir fangen ganz, ganz simpel an. Easy am Anfang, ich will von euch wissen, was ist das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten? GTA 5, Minecraft, Tetris oder Wii Sports? Und jetzt quasi einfach, wie sagen dir das jetzt einfach beide? Über Discord PN. Achso, okay. Schickt ihr mir beide eure Antworten, damit der andere sich quasi nicht inspirieren lassen kann. Wenn zum Beispiel, wenn Gaetano jetzt A sagt, dann denkt sich Timo eventuell, ich sag auch A. Okay. Einfach. Das Traurige ist, ich wusste das mal, aber es hat sich mittlerweile. Nein, Timo weiß jetzt schon, ich dachte, das wäre so, erste Frage wollte ich so schenken quasi. Ja, aber das hat sich 100% verändert. Nie im Leben stimmt das noch. Also, es sollte stimmen, was ich im Kopf habe. So, ich hoffe nicht, dass sie da irgendwas angepasst haben oder so. Ich finde das aber ein bisschen. Ja, egal, ja. Ja. Also, ich wusste das mal, aber ich bin mir sicher, stimmt nicht mehr. Fast Tipps gegeben hier. So, ich habe die beiden Antworten und beide sagen C. Ja. Ja. Und das ist. Was? Genau das meine ich. Genau das meine ich. Das hat sich geändert. Oh, es ist nicht Tetris. Also, ich habe. Es ist nicht mehr Tetris. Eventuell habe ich hier falsche Quellen. Der Chat ist voller Dice of Cringe. Eieiei. Warte, wirklich? Most?
Schaut das gerne nach, aber ich habe hier Minecraft gelesen in meinen Quellen. Oh, ja, das, ja, sogar oh, ja, ich sehe es auch auf Wikipedia. Ah. Pass auf, ich fand sogar, aber ich finde das, okay, Tetris bei 100.000, aber ich fand eh immer, schon auch damals, als Tetris, 100.000, 100 Millionen, als Tetris noch auf 1 war, ich fand selbst damals immer, das war Schwachsinn, weil da werden alle Versionen von Tetris, die es gibt, zusammengezählt. Also was ist das denn? Ja, ja, das ist schon crazy. Okay, erste Frage. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Snack reinmachen in die Runde. Beide falsch. Interesting. Dann hoffen wir mal nicht, dass das ganze Quiz jetzt 0-0 weitergeht, weil die Fragen wären nicht leichter. Das war halt so ein Ding, das wusste man früher. Aber es hat sich voll geändert. Da hat sich geändert. Frage 2. Welches war das erste Videospiel, das im Weltall gespielt wurde? Oh, Pac-Man, Tetris, Space Invaders oder Pong? Oh fuck. Das Ding ist halt, ich kann euch ja mal kurz, während ihr die Antwort überlegt, meinen Gedankengang zu den Fragen, by the way, erklären. Die ersten 5 Fragen von diesen Mit-Antwortmöglichkeiten sind eher so über Gaming allgemein als Topic. Und danach kommen nochmal 5 Fragen so über Gaming, so was in den Games drin passiert, über Gaming-Lore und sowas. Deswegen, jetzt kommen eher so ja, generelle Fragen erstmal. Okay. Okay, die Antworten sind da und beide sagen Tetris. Ihr habt irgendwie so ein Tetris... So Tetris-Vorliebe. Ich bin auch ehrlich, ja, es ist ein Fetisch. Ja. ich steh dazu, ja, es ist. Aber diesmal ist es tatsächlich richtig. Let's fucking go. Ich hab schon gemerkt, du wolltest einen auf Sneaky machen, weil du hast schon damit gerechnet, oh, zweimal Tetris einbauen. Ja, ja, ja. Ich hab mir ein paar Mal so ein paar Jebates reingemacht, bin ich ehrlich. Ja. Ein paar Jebates sind drin. Das Kann Ding ist aber, Gedanken warum das einfach war, Pong ist zu alt und Pac-Man und Space Invaders waren zu der Zeit, wo die Raumkapsel und so hochgeflogen ist bei dieser Mondmission. Die beiden Spiele waren da noch in den Arcades. Ich glaube, da konntest du die noch gar nicht. Okay, Gaetano Rau hier gerade Five-Head-mäßig unterwegs, aber seine Antwort ergibt durchaus Sinn, ja. Hat komplett recht. Mein Gedankengang war sehr ähnlich. Ich dachte mir so, hä? Also Space Invaders hast du ja einfach nur reingeworfen bei Weltall. Ja, wie dumm, ja. Das ist so richtig weh. Da dachte ich auch, du Huren. Pong, als ob im Weltall Pong gespielt wird. Und dann Pac-Man dachte ich mir so, hä, das gab's so. Ich glaube, das war nicht so ein Ding auf Gameboy. So. Also klar gab's das wahrscheinlich für ein Gameboy, aber es war wahrscheinlich nicht so ein Riesending. Und dann dachte ich mir, Tetris war voll das Ding auf dem Gameboy. Muss Tetris sein. Absolut, komplett recht. Dann wollen wir gar nicht mal lange rumfucken, sondern kommen direkt zur nächsten Frage. Was war der Codename für den Game Boy, als er noch in der Entwicklung war? Game Station to Go, Brick, Dot Matrix Game oder Element Play Device? Das sind crazy Codenames. Boah, gar keine Ahnung. Davon ich weiß ich gar keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich wusste das auch nicht, bevor ich recherchiert habe. Aber es kann ja sein, dass jemand von euch Crazy Maisie ist. Der Codename für den Gameboy. Codenames sind so für mich eine Sache, das existiert NX. Immer so, irgendwie Dolphin oder so kennt man aber. NX. Revolution. Ja. Okay, beide strugglen. Die Antwort von Timo ist reingekommen. Ja, gib mir gerade, keine Ahnung. Sekunden noch. Ah, alles gut, hier ist kein Zeitlimit. Denk ruhig drüber nach. Meine Haare nerven mich. Oh Gott, okay, ich werde jetzt meine Antwort geben. Ach, es wird falsch sein. Okay, mal gucken. Also ich habe das Gefühl, habt ihr beide geraten? Ja. Ja, ich habe Überlegungen angestellt, aber... Wir beide dasselbe. Nee, Timo sagt Dot Matrix Game und Gaetano sagt Element Play Device. Warum denkst du Element Play Device? Du meinst, du hast Überlegungen? Also pass auf. Ich meine Überlegung war, okay, Brick ist, das kann nicht sein. So hat man den Gameboy Pausenhof und sowas genannt, sagen alle immer. Aber warum Game Station to Go hätte ich mir vorstellen können, weil das ist das Konzept von dem System gewesen. Also, aber das wäre voll der schlechte Codename, glaube ich, weil da ist ja klar, was das sein soll dann auch am Ende. Und Element Play Device, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Hat für mich irgendwie schlüssiger gewirkt. Ich löse mal auf. Es ist tatsächlich Dot Matrix Game. Also ist es hier ein Punkt für Timo Schimtex tatsächlich. Geil. Dreck. Und er holt hier
die Führung 2-1. Ah, kommen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Easy. Welches ist das drittmeistverkaufte Gaming-Franchise insgesamt? Oh. Franchise, also Franchise. Nicht. Ich kann da mal die ersten beiden Plätze sagen. Pokémon, Mario. Was ist auf Platz 3? GTA, FIFA, Call of Duty oder Lego? Schwer. Ha. Alles sehr populäre Franchises. Ja. Also, ich habe meine Antwort. Oh, Gaetano zögert nicht lang. Oh, das ist ja, super schwer, super schwer. Ich Oh nein, ich habe Scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe Das sind alle, also ich kann so sagen, sind alle sehr nah beieinander. Deswegen habe ich die auch genommen. Sind alle in den Top 10. Bei halt Lego? Frage, wer auf Lego ist es nicht. Es gibt viele Lego-Spiele. Es gibt viele Lego-Spiele, aber die verkaufen nicht. Nein, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, ich habe das Falsche genommen. Ich glaube, ich habe auch das Falsche genommen. Beide sagen, sie haben das Falsche genommen. Gaetano sagt A, GTA. Und Timo sagt C, Call of Duty. Ich glaube, Timo hat es. Und Timo hat's. Es ist COD, tatsächlich. Oh, ich habe zwischen COD und FIFA gestruggelt. Ich war mir nicht sicher. Ach, GTA war für dich gar keine Antwortmöglichkeit. Nee. GTA hat sich an sich oft verkauft, aber es hat nicht so viele Spiele wie COD oder FIFA, glaube ich. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe GTA direkt bereut aus dem Grund, einfach weil es halt nicht so viele Spiele hat. Eigentlich, man denkt immer an GTA 5. Aber die anderen haben sich natürlich auch krass verkauft, aber nicht so überdimensional wie 5. Ja, ja, safe. 5 ist so der große Banger und der Rest war okay, aber halt nicht genug, um zu carryen. Ja. Safe. Dann nächste Frage. Welche Konsole wurde von der US Air Force verwendet, um einen Supercomputer zu errichten? Ist halt die Frage, ob jemand diesen Fun Fact kennt. Xbox 360, PS3, Panasonic, 3DO oder Wii U? Ich glaube, ich weiß es. Beide antworten wie aus der Pistole geschossen. Und beide so sagen PS3. Ah, ja. Woher die Annahme? Jetzt scheint ich ja so richtig sicher zu sein. Ich wurde damals immer geschnackt wegen dem Cell-Prozessor, der sich in der PlayStation 3 befindet. Wurde er eingesetzt von der US Air Force? Einfach aus dem Grund, weil der Cell-Prozessor, der in der PS3 drin war, der ist ja sogar so ein Server-Prozessor eigentlich gewesen. Der war ja für Server gedacht und deswegen konnte er perfekt eingesetzt werden. Alter, Bruder, einfach komplette Erklärung ausgehasselt. Fuck. Oh Mann. Und ja, absolut korrekt. Ich weiß, wie ich das weiß. Na, woher? Ich hab gestern ein paar Linus Tech Tips Video angeguckt. Oh, for real? Und der hat einfach so nebenbei erwähnt, so PlayStation 3 Supercomputers anyone? Und ich so, hä? Und jetzt kommst du mit dieser Frage. Als ob. Er hat sogar genau das Bild, was du gerade eingeblendet hast. Das ist auch das Erste, was kommt bei Google. Das ist das Erste, was bei Google kommt. Ja, okay, crazy. Crazy. Also, easy points für euch. Ihr habt es beide komplett richtig. Ach, warum musste Tim Tom dieses Video sehen? Tja. Tim Tom. Ja, safe. Aber Jungs, jetzt kommt etwas, nämlich statt Frage 5 kommt jetzt eine Bonusrunde. Oh mein Gott. Nicht die Bonusrunde. Geil. Und zwar Bonusrunde. Ich erkläre kurz die Bonusrunde. Bonusrunde ist optional. Ihr müsst jetzt nicht antworten. Wenn ihr antwortet, es gibt keine Antwortmöglichkeiten, bekommt ihr 2 Punkte. Aber wenn ihr was Falsches sagt, werden euch 2 Punkte abgezogen. Deswegen müsst ihr jetzt überlegen, ob ihr euch sicher genug seid, um zu antworten, weil es birgt ein gewisses Risiko. Wie ist der Punktestand gerade? 4-2 für dich. Timo, dein Punktestand, ich würde ihn verteidigen an deiner Stelle. Das ist echt spicy, ja? Das ist echt spicy. Die Frage ist... Ich gehe in die Bonusrunde auf jeden Fall. Welches war das zweitmeistverkaufte GameCube-Spiel? Ich glaube, ich weiß es sogar. Platz 1 ist Smash Bros. Melee. Ja, welches war auf Platz 2? Ich glaube, ich weiß das auch. Dann hasselt mal per PN euer Spiel raus. Ah, beide scheinen sich sicher zu sein. Wenn ihr falsch macht, werden euch... Ich weiß es, aber ich habe Angst, dass es dann doch nicht stimmt. Warte, deine Punkte werden halbiert, wenn du es falsch hast, Timo. Alles gut. Ich versuche auch nochmal... Oh mein Gott. Timo guckt sass zur Seite, als würde Kate da stehen mit Google Wikipedia. Nein, ich bin mal mit dem Spiel. Nee, das muss das sein. Ich denke auch eigentlich nur an ein Spiel, das es sein kann. Ansonsten fällt mir keins ein. Melee ist auf jeden Fall Platz 1. Ja, Melee ist 1. Melee, ich habe deswegen extra auf. Bei 1 wird zu easy, deswegen war es auf Platz 2, habe ich extra deswegen gefragt.
gehst. Also, Timo kann noch die Bonusrunde ablehnen ab dem Punkt noch, oder? Ja, du auch. Du, ihr müsst, auf no risk, no fun. Ihr müsst beide nicht antworten. Oh, ich wenn du safe spielen willst, ich hab auch geantwortet, oh mein Gott, nein. Okay, nein. Beide haben geantwortet. Safe haben wir sogar beide dasselbe. Und wir haben beide dasselbe. Und zwar beide sagen Mario Kart Double Dash. Ja, es ist beides richtig. Und es ist beides absolut korrekt. Ach, yeah. Und beide bekommen nice. 2 Punkte. Nochmal oben drauf. Crazy, crazy. Die Bonusrunde beide gerockt. Mario Kart ist schon sau erfolgreich. Ja. Fast 7 Millionen. Was nicht viel erscheint, aber für GameCube-Verhältnisse war es tatsächlich immens. Ich habe ganz kurz am Anfang gedacht, Mario Sunshine. Und dann war ich so, nein, Mario Kart ist immer über 3D Mario. Ja. Mario Kart 8 Deluxe ist sogar generell, also nur die Deluxe-Version an sich schon, ist generell das meistverkaufte Mario-Spiel. Ja. Das ist crazy. Das ist echt so crazy. Okay, dann machen wir weiter mit einer normalen Frage. Wie heißt der rote Geist aus Pac-Man? Jetzt kommen wir zu den Gaming-Fragen, die wirklich mit Gaming, diesen Spielen an sich zu tun haben. Blinky, Finky, Inky oder Clyde? Da habe ich keine Ahnung. Viele wissen es tatsächlich gar nicht. Alle Geister aus Pac-Man haben einen Namen. Aber wie heißt der rote? Das Ding ist halt, man kann die Namen wirklich checken anhand der Farbe, die sie haben, außer den roten. Und auch am Verhalten. Die verhalten sich alle. Ich glaube, Clyde macht einfach irgendwas und alle anderen haben so ein Muster. Warte, außer dem roten? Wieso das? Oder ich check den Grund nicht. Ich will jetzt hier nicht viele Tipps geben. Ich sehe den Zusammenhang zwischen seiner Farbe und seinem Namen nicht. Okay. Timo hat geantwortet. Gaetano Rau versucht hier nachdenken. Ist komplett geraten, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Deswegen ist halt, okay. Ich weiß nicht mal, warum die Namen haben. So, warum haben die Namen so? Pac-Man Lord. Also, ja. Okay. Timo sagt Blinky und Gaetano sagt Inky. Ja, ich Gaetano hat recht. Du sagst, Gaetano hat recht? Ja. Tatsächlich nicht. Es war Was? Blinky. Es war oh Blinky. Mein Gott. Und zwar, ich kann euch sogar erklären. Ich hab A abgeschickt, dann hast du gesagt, ja, ich check den so Zusammenhang zwischen. Aber wo ist der Zusammenhang Namen? Zwischen Blinky und Rot? Ja, aber ich dachte bei Inky so scheiße, wegen Tinte wahrscheinlich. Ja, der Blaue heißt Inky, wegen Tinte. Na, Mann. Der blaue Geist ist Inky und Clyde ist der Orange und Finky gibt's nicht. Finky Clyde existiert nicht. Es gibt noch Dings. Oh, wie heißt nochmal? Ach, scheiß drauf. Es gab noch einen Geist. Aber ja, den Namen habe ich hier nicht drin. Nächste Frage. Gegen was ein Pokémon? Gegen was ist der Typ Geist effektiv außer Geist selbst? Drache und nicht Psycho oder Fee? Ach, keine Ahnung. Jetzt kommen beide keine Ahnung. Ich bin echt bei diesen Grundtypen, weiß ich noch, aber ich bin da lost. Das hat mich nie gejuckt. Einfach irgendwas eingesetzt. Ja, ich war auch nie fett dabei bei Pokémon. Aber okay, ich dachte, jetzt wahrscheinlich so, oh, ist doch logisch, ist doch. Das macht jeder. Natürlich ist es. Zack, 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 zack. Aber ja, soweit ich weiß, ist der Typ Geist nur gegen 2 Sachen. Oh, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Aber ich glaube nur gegen 2, höchstens 3 Sachen effektiv. Ich sag mal so, du hast auf jeden Fall gute Typen da gewählt, wo man es nicht weiß. Naja, ich habe extra so all diese neuen Typen, so Unlicht und sowas. Ja, Unlicht, Fee und Psycho, da weiß ich nichts. Also bei Drache weiß man so, aber ich weiß generell nichts. Ja, also ich bin ehrlich, wäre diese Frage zu mir gekommen, ich hätte auch keine Ahnung gehabt. Boah, ich hoffe, ich kann das ja alles noch rausreißen. Ach, Gaetano, ich sag mal so, ich habe noch viele Sachen im Petto, wo du gut Punkte holen kannst. Ich hoffe. Ein paar Bonusrunden werden noch kommen. Aber man muss sagen, du hast gute Fragen gemacht, auf jeden Fall. Danke, Bro. Vielen Dank. Ja, ich habe extra nicht so. Ich wollte extra so spicy fragen, weil ich weiß, ihr seid beide ziemlich gut in so Gaming-Trivia-Sachen. Ich habe extra so spicy-micy versucht rauszusuchen. Timo hat geantwortet. Gaetano versucht noch zu überlegen. Lass dir Zeit. Ja, ich gib mir noch 10 Sekunden ungefähr. Alles gut, wie gesagt, kein Timelimit hier. Wenn es dir bringt, wenn es dich zur richtigen Antwort bringt, dann let's fucking go. Ich finde es eh interessant, dass Geist gegen sich selber effektiv ist. So, ich habe extra die Frage geschrieben, Geist gegen Geist. Ich weiß es, sehr sicher, glaube ich. Gaetano weiß es. Erstmal gegoogelt. Erstmal schnell auf Wikipedia nachgeguckt. Nein. Ich habe eine Erklärung. Okay,
Timo sagt Fee und Gaetano sagt Psycho. Warum bist du dir da so sicher, Gaetano? Ich glaube, ich habe mal irgendwann ein Erklärungsvideo gesehen, warum Geist auf Psycho effektiv ist. Weil ein Geist quasi, weil die Psyche einen Geist nicht richtig wahrnehmen kann. Aber es kann auch sein, dass es irgendwie andersrum war. Irgendwie so. Weil ein Geist schadet der Psyche. Irgendwie sowas war da. Crazy. Wenn das wirklich die Begründung von Pokémon ist, dann wäre es insane, weil es ist tatsächlich Psycho. Okay. Gaetano hat recht. Ich schwöre auf alles. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber wenn das wirklich die Begründung von Pokémon ist, dann crazy, crazy. Hockey ist hier im Chat und er sagt easy. War so klar. Hockey hat das abgeräumt, aber... Nee, ich dachte mir einfach so, ja, Geist wirkt im Pokémon immer so ein bisschen böse. Fee klingt nett. Ja. Das Gegenteil. Also. Ja, Fee, auch gar keine Ahnung von Fee. Ja. So. Deswegen, ja. Springen wir direkt zur nächsten Frage. Wie entsteht in Minecraft der Block Obsidian? Wenn fließendes Wasser auf fließende Lava trifft, wenn fließendes Wasser auf stille Lava trifft, wenn stilles Wasser auf fließende Lava trifft oder bei allem drei? Ich weiß nicht, inwieweit ihr Minecraft-affin seid, aber so, ihr wisst ja, was Obsidian ist, dieser schwarze Block. Ja, normal. Ja, ich weiß auch an sich, wie man es macht, aber ich bin mir gerade unsicher, wie das vom Spiel dann gewertet wird. Oh Gott. Warte, fließendes Wasser, fließende Lava, fließendes Wasser. Der Chat schreit, dass diese Frage viel zu leicht ist, aber ich wusste, dass die beiden Jungs jetzt nicht so heftige Minecraft-Pros sind. Und deswegen, ist eine. Ich hab auf Servern halt gespielt. Genau. Ich glaube, dass. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich fühle mich nicht gut mit der Antwort. Okay, Timos Antwort wurde rausgehastelt. Saugis können wieder erstattet werden. Heute ist einfach nur eine Game Night. Auch LEDs und sowas werde ich nicht ändern. Wo ist denn Just Legends hin? Ich wollte gerade Prost. Ich habe doch gesagt, ich hole mir einen Kakao. Ah, Mann, nee. Das ist Ding leer. Ist halt, der war lecker. Hafer. Ich weiß nicht. Alter, nice. Ich weiß nicht, wie crank ihr in der Minecraft Speedrunning-Szene drin seid, ob ihr da schon mal irgendwas gesehen habt. Aber ich weiß, oder ihr wisst vielleicht, dass man da immer so Lava und Wasser zusammen macht, um so ein Nether-Portal so. Ja. Anhand dessen kann man eventuell wissen, wie sie sich verhalten müssen, aber ich will jetzt auch keine zu harten Tipps hier geben. Ich habe schon abgeschickt. Also. Ach so, ja, Timos. Oh, ja, okay. Timos Antwort wurde schon rausgehastelt. Okay, ja, es sollte falsch sein, aber. So, Gaetano hier sehr, sehr unsicher. Ja, Timo sagt B, fließendes Wasser und stille Lava. Und Gaetano sagt C, stilles Wasser und fließende Lava. Okay, immerhin habt ihr nicht gesagt, bei allem drei. Das war vielleicht so ein kleiner Debate. Vielleicht dachtet ihr irgendwie so, okay, es ist egal, wie die zusammenkommen. Aber es ist tatsächlich nicht. Um ehrlich zu sein, ich hab's jetzt sogar. Ich hätte eigentlich jetzt im Nachhinein, ich hab's irgendwie falsch im Kopf visualisiert gehabt. Ich wollte eigentlich B nehmen, aber egal, ich nehme C. So, ich bleib dabei. Okay, Gaetano bleibt dabei. Es ist tatsächlich aber B. Ja. B ist richtig. Ihr kennt eventuell diese Situation in Minecraft, wenn ihr irgendwie in einer Höhle seid und da ist so ein Lavasee. Und wenn da so Wasser rüberläuft, dann wird alles zu Obsidian, weil die Lava ist still und das Wasser fließt da drüber. Ich hab so dran gedacht, ich bin so in der Höhle, hab so einen Wassereimer. Was mache ich damit, um Obsidian zu machen? Genau. Okay. So habe ich eigentlich auch gedacht. Ja. Safe. Das Ding ist, bei mir war es jetzt halt wirklich, ich habe einfach nur den falschen Buchstaben eingetippt. Also ich habe auch wirklich, also meine Visualisierung war auch genau das im Kopf quasi, dass ich halt diese fließende Lava habe. Aber ja. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber es kann ich jetzt nicht werten lassen, leider. Will ich auch gar nicht. Das wäre Der Wille zählt. So, kommen wir zur nächsten Question. Welcher dieser Orte existiert nicht in Zelda Breath of the Wild? Das ist eine Gaetano-Frage. Sumpf von Ranel, Prärie von Pyrone, Quellen von Eldin oder Grenzland von Tabanta? Das ist sauschwer. Aber man kann es wissen, wenn man ungefähr weiß, wie die beiden, oder wie alle, also erstmal alle Gebiete existieren. Aber man kann es ungefähr wissen, wenn man weiß, wie die Gebiete aussehen. Ob es da irgendwie einen Sumpf gibt, ob da eine Prärie existiert und sowas. Das ist halt die Frage. So Eldin, Ranel und sowas existiert alles.
Es geht eher nur um Sumpf, Prärie, Quellen und sowas. Ob es in dem Gebiet auch wirklich sowas gibt. Wer jetzt hier mein Eingeloggter? Okay, Gaetano hat geschrieben. Timo, bist du nicht so fit in Breath of the Wild? Oder warum meinst du, ist eine Gaetano-Frage? Ich bin auch nicht so fit. Das hat nur alles andere, weiß nicht. Ich habe Breath of the Wild einmal komplett gespielt, einmal zur Hälfte. Ja, ich auch bei mir auch. Ich habe nie wirklich auf die Ortsnamen geachtet. Okay, ein gemütlicher Spieler. Aber ja, kann man, denke ich, verstehen. Mein Fokus waren eher die Events, sag ich mal. Ja, Chat ist sich auch sehr uneinig. Also, das ist schon eine schwere Frage. Vor allem, existiert Tabanta wirklich? Ah ja, alles vier existiert. Ich hätte fast D genommen, weil ich so dachte, was ist Tabanta? Tabanta gibt's, aber es ist, glaube ich, keine große Region in dem Sinne, sondern irgendwie nur so ein kleiner Abschnitt von einer großen Region. Okay, aber so wie ich diese Frage gemacht habe, ich bin in mein Breath of the Wild reingegangen und dann so, okay, meine Map, okay, das existiert und eins denke ich mir jetzt aus. Warte, ich muss ganz kurz nachdenken, weil... Also alles gut, take your time. Ja, ich habe auf jeden Fall eingeloggt. Nee. Ich glaube, es ist okay. Ding. Beide so, haben. Was sagt Timo? Aber Timo, in Wahrheit so nebenbei. Ja, genau. Safe. Also, Timo sagt die Quellen von Eldin und Gaetano sagt der Sumpf von Ranel. Ja. Ich löse jetzt erstmal direkt auf. Tatsächlich hat Timo recht. Ja, es sind, okay. Es sind nice. Die Quellen von Eldin. Und zwar lasst mich erklären. Eldin ist dieser Ort, oh, ja, wo so richtig viel Lava und ja, sowas ja, ist, ja, dieser ja, heiße Ort. Da gibt's keine Quellen so. In Ranel ja, gibt schon Sümpfe und sowas, Prärie von Peron eh sowieso, ein Grenzland von Tabanta kennt niemand, das sind so Gebirge. Prärie von Peron und Grenzland von Tabanta, so, die waren für mich, ja, die existieren 100 pro. Bei mir war nur Sumpf und Eldin so ein bisschen. Okay. Genau, ja, das waren schwere Sachen. Deswegen no shame, wer das jetzt nicht richtig hatte. Kommen wir aber zur letzten Frage in dem Segment. Oh. Und zwar eine Mario64-Frage. Wie ist der Name von diesem Aal? Unagi, Kigami, Kunagi oder Yonami? Ich glaube das. Der Aal hat tatsächlich einen Namen. Wusste ich lange nicht. Ich glaube, ich habe das mal gehört. Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Aal hat tatsächlich einen wilden Namen. Aber Gaetano, hast du schon geantwortet? Ich hab schon eingeloggt. Achso, okay. Ja. Beide Umami. Sagen Unagi. Beide Umami. Sind sich ziemlich sicher. Und es ist auch komplett richtig. Ja. Let's fucking go. Beide hier den Punkt mitgenommen. Allerdings, Unagi heißt sogar, glaube ich, einfach Aal. Auf Japanisch. Super. Toller Name. Ist ein wilder Name. Ja, das ist ja gar kein Name. Das ist einfach nur die Bezeichnung Aal. Was für ein Name. Ja, also heißt der auf jeden Fall. Wow. Also überall bei uns heißt er auch Unagi. Crazy. Wirklich? Naja, der heißt tatsächlich Unagi. Und bevor wir hier weiterschreiten, natürlich nochmal eine Bonusrunde. Oh mein Gott, aber dieses Mal. Dieses Mal. Ihr müsst wieder nicht antworten. Immer freiwillig. Alle Bonusrunden sind freiwillig. Dieses Mal gibt es aber 3 Punkte bei richtiger Antwort. Aber es werden 3 weggenommen bei falscher Antwort. Was ist gerade der Punktestand? Also 6 zu 10 genau. Für Timo. Ich könnte es noch... Wenn du jetzt richtig hast und Timo falsch, dann wäre der Punktestand fast umgedreht. Dann hättest du ein Big Lead. Würde nicht passieren. Ja, mal gucken, ob es passieren wird. Die Frage lautet, nennt mir alle Spiele, die in Nordamerika zusammen mit der Nintendo 64 erschienen sind. Halt dein Maul. Oh, deine Fresse. Also mich machen, halt doch dein Maul. Junge. Ich kann dir einen Tipp geben. Ja, wer hat mich ins Gefecht? Okay, sag wie viele. Es sind 2. Okay, dann sag ich's. Es sind 2 Stück. Ich geh jetzt ins Risiko rein. Wait. Also eins ist ja logisch. Ja, ich geh ins Risiko rein. Was war das andere? Wenn auch nur eins falsch ist, zählt das als falsch. Also, wir machen was anderes. Also Hälfte geht nicht. Oh mein Gott, Timo hier am Meditieren. Nur überlegt, Timo am Googeln, guckt euch an. Ja, voll am Googeln, Alter. Timo gerade VR-Chat. Und der Chat feuert Gaetano an, schafft es Gaetano
einen Geistesblitz zu erlangen. Und die Ich hab den Geistesblitz. Ich kann es dir direkt reinschreiben. Oder einfach sagen. Wenn Timo sagt einfach. Das Ding ist, ich weiß es nicht. Ich lüge mich nur an, Timo. Ich weiß gar nichts. Ich hab für mein Videoskript heute Launch-Titel von Konsolen geresearched. Oh mein Gott, Timo heute sehr viel Luck. Erst Linus und jetzt das. Aber ich weiß nicht, was das zweite Spiel war. Das nervt mich gerade. So, ich weiß es auch nicht. Timo, also ich bin komplett aufgeschmissen. Aber ich mach jetzt einfach irgendwas, weil, also ich an deiner Stelle, ja, würde safe spielen, aber ja, ich weiß nicht. Ich enthalte mich. Okay. Ich hab ein Spiel im Kopf, das werde ich danach nennen, falls Gaetanus nicht. Also du enthältst dich? Timo enthält sich. Dann kann ich sagen, ich habe gelogen. Dann habe ich gesagt, ich habe gelogen, denn ich glaube, ich weiß es eigentlich. Ich habe es dir geschrieben. Ja. Gaetanus Guess ist Mario 64 und Pilot Wings 64. Oh, das hätte ich auch gesagt, actually. Hättest du auch gesagt, jetzt ist leider zu spät, ist aber die Frage. Hast du es richtig, Gaetano? Wenn nicht, dann Bruder, dann bist du 6 Punkte. Alter, dann ist wirklich Krise, wirklich. Komm schon. Pilot Wings und SM64 müssten es sein. Und es ist absolut korrekt. Mein Gott, Alter, krass. Gaetano hier krass, komplett krass. Mit der richtigen Antwort am Start. Scheiße, ich hätte reingehen sollen. Und damit ist es auch fast wieder unentschieden. So schnell kann es gehen, 9-10 jetzt. Du hättest eigentlich mitmachen sollen. Ich habe versucht, dich ein bisschen psychisch zu lenken, Timo. So gesagt, ich habe hier überhaupt nicht zugehört. Was mir gerade so Domo egal. Donowall, auf Let's Play Markus angelehnt. Ja gut, dann... Alter, kommen wir ins zweite Segment, fast tight. Das ist sehr, sehr nice. Es bleibt also spannend hier. Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo ihr mir beide ohne Antwortmöglichkeiten einfach euren Guess schickt. Hier ist die erste Frage. Wann wurde das erste Call of Duty veröffentlicht? In welchem Jahr, denkt ihr? Und der näher dran ist, bekommt hier den Punkt. Okay. Ist schon eine schwere Frage. Weil Call of Duty, für uns im Kopf ist es immer, also zumindest für mich, so, yo, es existiert schon so lang. Aber ist es wirklich so lang, wie man denkt? Oh, es ist vielleicht sogar länger, als man denkt. Das erste Call of Duty... Timo hier sehr am Konzentrieren, wie ich sehe. Aha. Seine Gehirnsynapsen gerade so... Guck mal, die andere Hand sieht man nicht, weil da tippt er gerade auf. Das war so. Ja, hier oben ist meine Tastatur, ich tippe da so. Ja, Montana Black Setup, der hat da oben so einen Monitor. Warte, 100 Pro, ich will da 100 Pro sicher gehen. Oh, Timo will hier eine Punktlandung erreichen. Ja. Oh, nein. Oh, man macht irgendwelche Taktiken. Er macht hier irgendwelche Mind Games. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit rede. Oh mein Gott. Okay. Okay, er hat sein Headset abgenommen. Der Mann meint es wirklich ernst. Holy shit. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, wenn man irgendwas überlegt. Ich hätte hier einfach geraten wahrscheinlich. Er kriegt die Antworten durchs Ohr, durch so ein Dings gesagt. Ja, so er guckt so zur Seite, da ist so sein Tablet. Er direkt so, okay. 70 vor Christus, starker Pick. Sehr, sehr unsicher, aber ich sag das hier. Okay, beide Antworten sind draußen. Gaetano sagt 2004 und Timo sagt 2002. Beide sehr nah beieinander. Aber ihr seid ungefähr, also 2003 wäre jetzt schon ziemlich lustig. Es ist 2003, Alter. Ja. Okay. Scheiße. Hab ich mir gedacht. Bekommen beide einfach einen Punkt. Es macht keinen Unterschied, aber wir sind heute spendabel und die Punktestände sehen dann auch voll schön aus. 10-11. Ja. Ich dachte, Modern Warfare 1 kommt irgendwie so 2005 raus oder so, aber anscheinend kam das 6 raus. Weil Modern Warfare 1 war COD 4. Und dann habe ich einfach zurückgerechnet. Alter, Timo hier mit den crazy Mind Games. Ich habe einfach an Xbox 1 gedacht. Also, und die PS2-Ära. Und ich dachte mir, okay, so zu Release von denen, so 2001, 2 rum, so wird das nicht direkt gekommen sein. Ich habe so ein bisschen plus minus gerechnet. Habe einfach mal 2004 gesagt. Ja. Beides sehr gute Gedankengänge, bin ich ehrlich. Und ihr habt es ja auch beide fast aufs Jahr genau gehabt. Crazy. Hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Aber ja, unentschieden quasi. Nächste Frage. In welchem Jahr wurde Nintendo gegründet?
ist eine Firma, die existiert schon saulang. Also bin ich ehrlich, als ich das gesehen habe, dachte man auch so, okay, crazy. Also, unsere Eltern waren da noch nicht am Leben. Aber mal gucken, was ihr dazu sagt. Diesen sau alt. Timo schon? Okay, interessanter Guess von Timo. Okay, ich hab jetzt hier mal eingetippt. Oha, okay, crazy. Beide ungefähr gleich. Timo sagt 1894 und Gaetano sagt 1890 flat. Ja. Krass, dass ihr da wirklich so eine, ja, beide ungefähr dieselbe Richtung habt. Und diese Richtung ist auch ungefähr richtig. Es ist fast genau ein Jahr vorher, als Gaetano gesagt hat. Krass. Ich wusste, es ist 18 irgendwas, aber ganz Ende 18. Ja. Krass, Gaetano fast auf das Jahr genau. Ich habe einfach mal flat gemacht, so, weil ich habe das Gefühl, wenn man verhakt sich da so manchmal in so Zahlen voll, wenn man irgendwas in der Mitte, was so realistischer ist, machen will. So, deswegen. Ja. Aber krass, crazy, dass ihr beide, aber auch Timo, auch wenn du den Punkt nicht bekommen hast, crazy Leistung hier an der Stelle, auch nur 5 Jahre off. Das ist schon not bad. Not bad, Jungs. Nächste Not Frage. Bad wie eine Couch. Wie viele Mario Tennis Games existieren? Oh mein Gott. Okay, das ist einfach. Das ist einfach. Ist es einfach. Okay, crazy. Also Mario Tennis ist für mich eine Spielerei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hat mich nie gejuckt. Ich würde nicht mit Fingern zählen, Gaetano. Okay, passt. Oh ja. Warte. Nicht mit Fingern zählen, Timo, sagst du? Nicht mit Fingern zählen, Timo? Ja, ihr seid so dumm. Siehst du nicht mit meinem Finger, sag ich dir. Okay. Pass auf, aber zählen wir Ports und sowas als doppelte Spiele? Nein, nur eigene Spiele, sag ich mal. Okay. Also sowas wie, sowas wie die Wii-Version vom GameCube, das zählt nicht. Ja, okay. Okay, wait. Also, ich weiß nicht, wie es hier im Chat aussieht. Die beiden Jungs konzentrieren sich gerade, deswegen laber ich einfach. Aber ich habe mir noch nie ein Mario-Tennis-Spiel gekauft und ich habe es auch nicht vor. Ich habe es auch echt nicht vor. Ich weiß nicht, diese Spiele interessieren mich jetzt nicht wirklich, aber bei der Frage wäre es wirklich von Vorteil gewesen, weil ich wäre hier komplett aufgeschmissen gewesen. Aber Gaetano sagt, es ist leicht. Ich glaube, aber pass auf, ich habe doch jetzt einen Knacks im Kopf. Ich sag mal so, warum lasse ich Affe Musik nebenbei laufen? Ich mach die mal aus. Okay. Ich muss mich hier konzentrieren. Es geht hier um Ehre und das ist wichtiger als alles. Es geht hier um Ehre, um Stolz, es geht um alles. Es geht um den ersten Titel der Ulti Game Show. Okay, also ich zähle noch einmal nach, aber ich glaube, ich hab's. Ja, man unterschätzt, glaube ich, oft, auf wie vielen Konsolen diese Spielereihe wirklich entstanden ist. Obwohl es halt eine Spielereihe ist, die zumindest für mich fällt oft unterhalb des Radars, also es juckt mich gar nicht, wenn irgendwie ein neues Mario Tennis rauskommt. Ich zähle nochmal nach zur Sicherheit. Okay, beide geben sich sehr viel Mühe, das ist auch wichtig, weil beide sind gerade in einem Unentschieden, 11-11. Es könnte wirklich die Führung bedeuten, hier jetzt richtig zu liegen. Ich hab eingeloggt. Okay, Gaetano Rau haut eine Zahl raus. Es müssen mindestens so viele sein. Okay, Gaetano ist sich sehr, sehr sicher, wie es aussieht, dass es mindestens so viele sind. Weiß ich jetzt nicht an der Stelle, aber wir werden ja gleich sehen. Du Wichser. Gut, dann haben wir nachgezählt. Aber wenn das nicht stimmt, dann hat er eins vergessen. Okay, beide wieder sehr nah beieinander, aber nicht dasselbe. Interessant. Gaetano sagt 7 und Timo sagt 8. Ich sag mal so, einer von euch hat recht. Ja, Gaetano, Timo, einfach mal so aus Neugier, zähl mal auf, welche du im Kopf hattest. Virtual Boy Tennis. Oh, sogar den Virtual Boy Teil, crazy. Dann Game Boy Advance hat auf jeden Fall einen Mario Tennis Teil, oder? Ja. Ja, ich glaube, dann gab es noch einen für den Classic Game Boy auch, oder? Ja. Ja, dann gab es einen für den N64. So, dann Power Tennis. Mhm. Damit wären wir auf 5. Dann Tennis Open auf 3DS. Und dann haben wir noch den neuen für Switch. Tja, und du hast den Wii U-Teil vergessen. Nein! Hat den Wii U-Teil vergessen. Und damit hat Timo recht. Timo hat hier tatsächlich recht. Oh mein Gott, das Ding ist. Den vergisst man aber auch immer. Der hat nicht existiert. Nein! Ja, der ist so irrelevant, der Teil. Ja. Aber crazy.
Mein. Ich wusste aber schon, Timo hat recht, ab dem Punkt, wo er gesagt hat 8, weil ich war mindestens 7. Ja, ja. Den Wii U-Teil. Ich war mir echt unsicher wegen dem Classic Gameboy-Ding auch. Ach krass, also mein Debate-Versuch war an der Stelle, dass ihr den Virtual Boy-Teil nicht kennt. Nee. Aber anscheinend ist der ja easy aus der Hüfte gewesen. Ja, der war voll easy aus der Hüfte. Aber weißt du, was mich daran ärgert? Im Kopf bin ich sogar kurz die Konsolen durchgegangen und ich habe die entire Wii U geskippt im Kopf. Die hat meinen Kopf ausgelöscht. Ich war so, ja, nach der Wii kam ja die Switch. So. Ja, die Wii U, die will man oft vergessen, ich sag's mal so. Aber okay, kommen wir zum nächsten. Wann kam der Apple App Store raus? Wir driften hier so ein bisschen in die Mobile Game Richtung. Wann erschien der? Das ist für uns etwas sehr Selbstverständliches. Apps, Smartphones im Generellen, aber man vergisst oft, wie neu das eigentlich ist. Da wäre meine Frage. Ist jetzt vielleicht schon zu viel, aber kam das mit dem ersten iPhone? Das wäre schon zu viel. Das wäre echt zu viel. Okay, dann tippe ich einfach. Okay, Gaetano haut direkt wie aus der Pistole geschossen. Ein Leben ohne Apps heutzutage nicht mehr vorzustellen, aber irgendwo muss es ja angefangen haben und ja, ist wie gesagt noch nicht so lang her. Wie man eventuell denkt, vor allem wenn man jetzt erst neulich aufgewachsen ist. Deswegen, ja, Lost, wer Apple nutzt, die Stimmen im Chat. Ich hätte auch Google Play Store fragen können, aber es hätte sich nicht viel genommen, ich sag mal so. Sag das hier, ich bin mir aber wirklich nicht sicher damit. Okay, ja. Gaetano sagt 2009, Timo sagt 2010. Interessant. Ich weiß, warum Timo das gemacht hat. Ich hätte auch fast 9 gemacht, aber ich dachte mir dann so, vielleicht. Hat 10 einen tieferen Sinn? Hat 10 einen tieferen Sinn 2010? Nö, aber ich weiß, dass der App Store nicht mit dem ersten iPhone kam. Das stimmt. Das kam mit dem 3G-iPhone, glaube ich. 3GS oder so. Ja, dann bin ich ripped. Dann bin ich ripped. Und ich habe keine Ahnung, wann das rauskam. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, mit welchem Telefon der App Store rauskommt. Ich weiß nur, in welchem Jahr. Und zwar 2008. Acht? Und somit ist Gaetano näher dran. Was? Tatsächlich doch schon früher, als ihr dachtet. Das Ding ist halt, wenn es wirklich mit dem 3G rauskam, kam jedes Jahr ein iPhone raus, dann würde es passen, dass es 2008 ist. War das mit dem 3GS-Phase? Aber ich weiß nicht, ob das stimmt mit dem 3GS. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber ich dachte immer, das Original iPhone wurde 2009 released. Nee, das war 2006, soweit ich weiß. Oder wurde es da angekündigt? Aber jetzt bin ich mir selbst nicht sicher. Ich glaube, 2006 kam das erste iPhone raus. Scheiß drauf. Zack. Ja, Timo recherchiert gerade noch, dass wir... Nein, ich habe Angst. Am Ende alles Fake News. Auf einmal ist die Antwort so falsch, es war 2010. Hier ist es 2008, das stimmt schon. Okay. Aber mich interessiert gerade, mit welcher... Das wäre echt interessant zu wissen. Würde mich jetzt auch interessieren, tatsächlich. Aber krass, ich hatte irgendwie im Kopf iPhone Release 2009 so. Also 2009 auf jeden Fall nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher mit meinen 2006. Ich habe im Kopf 2006, aber ich weiß nicht, ob es nur da angekündigt wurde oder ob es auch wirklich im selben Jahr noch erschienen ist. Weiß ich jetzt nicht. Timo, hast du da News an der Front? Oder wollen wir einfach weitermachen? Gerade gar nicht, ne. Ist egal. Ja, passt. Falls euch interessiert, könnt ihr auch googeln. Ja, es ist wieder 12-12, crazy. Sehr, sehr knapp hier in der Gameshow. Machen wir deswegen direkt weiter mit Frage 5 im zweiten Segment. Wie viele Titel umfasst die Mega Man X-Reihe? Tot. Gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Beide keine Ahnung. Seid ihr keine Mega Man X? Nee, aber ich Fanatiker. Ich hab so ein ungefähres Also ich bin ja so raus, Sean. Man müsste ein neues raus erfinden. Weißt du, sowas ist nicht mehr drin, so raus bin. Ich hab eine ungefähre Vorstellung. Digga, Timo, mächtige Zahl, sag ich mal. Mächtige Zahl. Ja. Digga, also... Da gab's doch Milliarden Stück von der Scheiße, oder nicht? Weiß nicht, man darf Mega Man nicht mit Mega Man X verwechseln. Es ist schon eine eigene beide Reihe. Beide hatten voll viele. Das kann sein. Da gab's doch auch RPGs und so eine Schatten. Ja, es gibt so viele Mega Man. Es geht nur Mega Man X, wirklich. Hab eingeloggt. Okay.
Okay, beide mächtige Zahlen. Beide sagen zweistellig. Gaetano sagt 11 und Timo sagt 13. Ja, okay, dann habe ich verloren. Mega Man X 13 ist jetzt kein Spiel, das ich kenne, aber ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Plan von Mega Man und ich hätte es auch nicht gewusst, hätte ich keine Videos über Spin-Offs gemacht, weil Mega Man X, bekannte Spin-Off-Reihe zu Mega Man, es sind nur 8 tatsächlich. 8, Junge. Man unterschätzt das. Ich könnte schwören, es gab Mega Man X 11 oder 13. Das vielleicht ja. Irgendwelche anderen Mega Man Sub-Reihen und Mega Man Blablabla 11 und sowas. Ja. Ich hab damals einen Kumpel, der war richtig Mega Man-affin. Der so, ja, Mega Man X, hat die ganze Zeit drüber geredet, aber nur über Mega Man X, der hat richtig Hasskick. Oh mein Gott, ich erinnere mich, da zu der Zeit wurde gerade für Smash Bros. 4 auf der Wii U, wurde da Mega Man angekündigt als Charakter und da war ja richtig mad, dass das dieser Classic Mega Man ist und nicht Mega Man X. Nicht Mega Man X. Ja. Scheiße. Ja, von Mega Man X tatsächlich nur 8 und da ergreift auch Gaetano Rau die Führung. Crazy. Endlich. Plot Twist. Okay. Aber es ist noch alles drin, Timo, denn wir kommen zur nächsten Bonusrunde. Dieses Mal bei richtiger Antwort 5 Punkte und bei falscher minus 5. Oh mein Gott. Dementsprechend schwer ist auch die Frage, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr es richtig habt, dann gewonnen. Aber wie gesagt, es ist alles freiwillig. Die Frage ist, wäre die Minecraft-Welt ein echter Planet, mit welchem wäre sie von der Größe her vergleichbar? Minecraft, sehr große Welt, wird immer weiter generiert, aber tatsächlich gibt es irgendwann ein Ende. Und wenn alles ausgeneriert wird, mit welcher Größe ist sie ungefähr vergleichbar, wenn man es jetzt so auf unsere Welt überträgt? Es ist nicht die Erde, so viel kann ich sagen. Es ist ein Planet aus unserem Sonnensystem. Okay. Die Frage, welcher? Pluto wird entplanetisiert, oder? Mhm. Ja. Weil, ja. Ist eine. Also, die gibt nicht umsonst so viele Punkte. Ihr müsst nicht antworten. Ich würde eher weniger antworten, aber ich will wissen, wie es um Timo steht. Ich habe keine Ahnung. Also du würdest auch nicht antworten, Timo. Ich sag mal so, ich hab legit keine Ahnung. Wie Frank Kemp damals sagte, wer wagt, der gewinnt, aber wer wagt, kann auch richtig fallen. Das ist halt die Frage, ob ihr wagt. Nee, das ist zu riskant. Gaetano zieht sich zurück. Das wäre Timos Chance, jetzt den Massive Lead zu bekommen. Nee. Nicht mal raten? Beide nicht? Junge, ich rate und dann bin ich massive behind, weißt du? Das stimmt. Hier ein Fehler und du bist massive behind, ja, Mann. Massive behind, so wie wenn der YouTuber zunimmt. So ist es. Nee, ich passe. Kein Bock. Beide passen, ich kann es niemandem verübeln. Das ist eine sauschwere Frage. Es hätte nur sein können, dass jemand den Funfact eventuell aufgeschnappt hat. Viele auch im Chat meinten, ein Planet, der kleiner ist als die Erde. Es ist ein saugroßer Planet, nämlich der Neptun. Ah, krank. Einer der größten Planeten in unserem Sonnensystem. Ob Minecraft so riesig ist. Die Minecraft-Welt ist sauriesig, man könnte fast denken, die wird unendlich weiter generiert. Aber es gibt ein Ende, das habe ich mal gesehen. Ja, es gibt ein Ende, und aber große Welt. Man muss lange laufen, bis das Ende irgendwo in Sicht ist. Ja. Safe, okay. Beide haben safe gespielt, kann man niemandem verübeln. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und ab jetzt gibt es eine Regeländerung für die letzten 5 Fragen. Nämlich ab jetzt, ich bin ein Freund von Wetten. Ab jetzt könnt ihr Punkte wetten von 1 bis 5 Punkten. Und wenn ihr diese Punkte verwettet bei richtiger Antwort, bekommt ihr diese Anzahl zurück. Nochmal oben drauf. Ja. Und wenn ihr verkackt, verliert ihr die Punkte, die ihr gesetzt habt. Es ist quasi wie bei Blackjack. Oh mein Gott, geil. Blackjack, wenn ihr das Geld setzt, ist es weg. Aber wenn ihr gewinnt, nochmal doppelt oben drauf. So. Können wir noch nach dem Quiz eine Runde Blacky hinterher? Natürlich. Timo, selbstverständlich. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie Blackjack geht. Ah ja, das Einzige, was du wissen musst, du Punkte setzen von 1 bis 5 Punkten. Also ihr könnt auch weiter nur mit einem Punkt spielen, so wie es vorher war, wenn ihr gewinnt. Aber wir dürfen schon die Fragen vorher wissen, bevor wir die Punkte setzen, natürlich, oder? Okay. Natürlich. Und zwar ist die Frage, wie hoch war der höchste Gewinn für ein E-Sport-Event in Dollar?
Und ich sag mal so, das ist noch nicht so lang her, dass es stattfand, das Event mit dem höchsten Price Pool aller Zeiten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Boah, irgendwas war da. Keine fucking Ahnung. Aber das ist auch echt so eine Frage, null Plan. Beide nicht E-Sport-affin, okay? Müssen wir dir schreiben, wie viele Punkte wir setzen, oder sollen wir das sagen? Stimmt, ihr könnt schreiben. Ich glaube, das macht es nochmal spannender, damit okay. Man nicht weiß, was der andere macht. Oh nein. The Mind Games. Ach. Ja, ich werde... Kann ich schon mal spoilern, nicht allzu viele Punkte setzen. Also okay. Bei solchen Fragen auch nicht. Also ja, einfach, Timo. Wie viele Punkte man setzt und darunter dann die Antwort, oder? Genau. Okay. Timos Antwort wurde rausgehustelt. Sehr interessante Antwort. Und sehr interessant, wie viele Punkte er setzt. Okay. Sehr gewagt sind wir heute. Okay. 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 Timo setzt einen Punkt und sagt 300 Millionen Dollar. Gaetano auch einen Punkt und 5 Millionen Dollar. 5? 300. Also ja, okay, E-Sports-Events sind immer übel krass, was den Gewinn angeht. Gerade halt so League of Legends und so. 300 Millionen sind halt eine dritte. Wie viel hattest du, Tim? Milliarde. 300 Millionen. 300 ja, okay, Millionen. Das ist echt viel zu viel, stimmt. Ist schon viel. Also ich kann ja mal auflösen. Es sind 40 Millionen für das Dota 2 International krank. 2021. Krank. Und damit hat Gaetano seinen Punkt bekommen. Wie bitte? Und Timo verliert seinen Punkt, den er gesetzt hat. Zack, zack. Okay, aber beide halten simpel. Aber meins war trotzdem voll die Schrottantwort, so 5 Millionen. Ja, beide haben nicht ungefähr die Dimension gewusst. Aber, ja, ich sag mal, 5 Millionen ist schon näher dran als so 300. Ja, 300 ist echt. Der Grund, warum ich dachte, das ist so runter, unten, ich dachte mir immer so, okay, Videospiele sind immer noch so... Habe ich immer das Gefühl noch, das Medium, wo die Preispools und sowas jetzt nicht so hoch sind wie Olympia oder sowas. Weil sie sind schon echt hoch. Naja, aber 40 ja. Millionen ist schon echt hoch. Viel durch Crowdfunding, viel durch Ticket-Sales. Da wurden wirklich sehr, sehr viel Geldspenden empfangen, sage ich mal, um das zu ermöglichen. Tatsächlich auch jedes Jahr. Also ich glaube, davor war auch 30 Millionen. Dota 2 hat immer die höchsten Preisgelder, auch größer als League, Fortnite und sowas. Ja, da ist schon sehr interesting, wie die Community das alles ermöglicht. Sehr, sehr cool. Nächste Frage. Sehr classic, in welchem Jahr ist der Sega Saturn in Europa erschienen? Kein Hack-Hack. Ich hasse das. Weil, ohne Witz, beim Sega Saturn ist immer die eine Konsole, die mich voll verwirrt vom Release-Datum her. Da habe ich mich auch letztens mit Hockey drüber unterhalten. Man hat da so gar keinen Plan, wann die rauskam. Ja, ich habe auch extra den Saturn genommen, weil Saturn ja. So niemand... Also, no front an alle Saturn-Fans, aber ich glaube, die meisten interessiert diese Konsole jetzt nicht so doll. Dementsprechend weiß man jetzt auch nicht so doll, wann die rausgekommen ist. Und vor allem in Europa, wichtig. Ist nochmal anders als in Japan. In Europa, okay. In Europa. Mhm. In Europa. Weil Sega hat zum Beispiel auch einen anderen Release-Rhythmus gehabt als zum Beispiel Nintendo. Die haben mehr Konsolen rausgebracht, quasi mehr Generationen in dem Sinne gehabt. Als Nintendo jetzt. Die wollten halt das Mula, sag ich mal. Dementsprechend ja auch schwer. Weil man weiß, glaube ich, die Release-Zeitpunkte von Nintendos Konsolen so ungefähr. Aber Sega hat halt so einen komplett komischen Rhythmus, sag ich mal. Dementsprechend schwer. Ja, mit deren Add-ons und so. Ich habe jetzt mal meinen Guess gesetzt. Ich fühle mich nicht gut mit dem, was ich jetzt mache, aber... Oh, höre ich da einen großen Einsatz. Okay, so groß war der Einsatz doch nicht, aber Timo verwertet 2 Punkte jetzt mal auf 1993 und Gaetano mit 3 Punkten auf 1994. Back to back. Das bedeutet, derjenige gewinnt, der es halt entweder früher oder später hat. Und es geht diesmal um mehr Punkte als nur einen. Ja. Aber beide ungefähr in derselben Dimension diesmal. Also beide hätten es verdient, hier zu gewinnen. Es kann aber nur einen geben, und zwar 1995. Gaetano ist näher dran. Sega geht mir so auf den Sack. Die haben echt komische Release-Zeitpunkte. Danke, dass du Europa aber gesagt hast. Weil sonst hätte ich 93 wahrscheinlich genommen.
Dieser Europa. Wann kam der in Europa raus? In Japan raus? Ich glaube 93, also genau das, was du gemeint hast. Oder 94, eins von beiden. Ein oder zwei Jahre vorher. Ich hab zum Glück danke, dass du das mit Europa gesagt hast, Sean, weil ich dachte, 94. Europa, okay, 94. Europa hat die Konsolen immer so viel später bekommen und so zu dem Zeitpunkt. Genau, das war mein Versuch, euch ein bisschen in die Irre zu führen, dass ihr vielleicht dachtet, okay, das war früher, Europa war ein bisschen später, aber tatsächlich nicht, weil ihr habt es beide ungefähr richtig gehabt. Gaetano hat gewagt, 3 Punkte und es hat sich ausgezahlt, 3 Punkte raufbekommen. Gaetano dementsprechend sehr doll in der Führung, aber ist noch alles drin, wie gesagt, ihr könnt bis zu 5 Punkte setzen. Wie ist denn der Punktestand gerade? 17 zu 9 für Gaetano. Oh mein Gott, keine Chance mehr, keine Chance. Keine, wie gesagt, ihr könnt bis zu 5 Punkte setzen. Wollte ich nur mal erwähnen. Nächste Frage. Wie viele Charaktere haben in einem Mario Kart Spiel ihr Debüt gefeiert? Also kam da das erste Mal vor? Es gab tatsächlich ein paar Charakter, die wirklich für Mario Kart, ja, die da das erste Mal vorkommen. Und vielleicht ein Tipp. Babyform, die es davor nicht gab, zählen auch. Oh mein Gott, was ein Scheiß. Ja, das ist richtig der Scheiß. Ja, pass auf. Das wäre jetzt wichtig. Rob the Robot zählt nicht. Zählt nicht. Okay, okay, weil. Ja, ah, den gab es ja auch davor. Might vor. Ah, den gab es ja auch vorher. Nur spielbare Charaktere oder auch NPCs? Spielbare Charakter. Okay. Und die gab es davor in keinem anderen Spiel. Okay. Ich denke auch. Zum Beispiel, was vielleicht Leute wissen, Waluigi ist auch in einem Spin-Off das erste Mal erschienen. Jetzt nicht in Mario Kart. Yo, wait. Aber solche Fälle gab es auch mit anderen Charakteren. Das ist halt die Frage, wie viele in Mario Kart das erste Mal vorkamen. Ist schwer. Vor allem wegen diesem Baby-Scheißform. Also, so Baby Mario, klar, kennt man. Den gab es schon in Yoshi's Island zum Beispiel. Aber so, keine Ahnung, Baby bla bla. Pass auf, aber jetzt ist eine Frage, zum Beispiel bei sowas wie Metal Mario oder sowas, das zählt jetzt nicht, weil da kam ja in den... Ah, das zählt! Doch, das zählt auch. Okay, da kommen wir aber an die Krux von dem Ding so ein bisschen, weil Metal Mario kam ja, finde ich, vor in den Spielen. Ja, kam vor. Ah ja, gut, aber warum zählt er dann bei Mario Kart rein? Er zählt als Charakter, aber nicht als Charakter, der ein Debüt da gefeiert hat. Ach so, okay, sorry. Das war mir wichtig klarzustellen, ob er da rein zählt. Nee, zählt nicht mit. Weil könnte man ja jetzt auch so auslegen, okay? Könnte man, aber also ich finde, den gab's ja schon vorher. Ja, den gab's vorher. Aber davor war es halt Mario in einer Metallverwandlung und das ist Metall Mario. So, hör auf, die Fragen auseinanderzunehmen. Ich mag das nicht. Also ja, ich überlege. Boah, schwierig. Ist eine sauschwere Frage. Metal Mario, okay, so viel kann ich dann ja schon mal verraten. Metal Mario hatte sein Debüt nicht in Mario Kart, sondern gab's in Mario 64 zum Beispiel. Als Metal Mario, buchstäblich. Da war halt auch ein spielbarer Charakter, halt Mario mit Metall-Item so, aber es war ja trotzdem Metal Mario so. Zählen die Arcade-Teile? Nein. Okay. Wirklich Mario Hauptreihe, aber ich wüsste auch nicht, Arcade, gab's da irgendjemanden? Pac-Man? Aber Pac-Man. Ja, dumme Frage. Pac-Man gab's ja schon. Ja. Man darf auch nicht. Ja, gut, nee. Wir müssen schon alles aus dem Kopf machen, ja. Man darf nicht googeln, tatsächlich. Ja, nee, da ist. Okay. Egal, scheiße. Eine andere Idee. So wie Timo die ganze Zeit. Ja, Timo so saß die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit so. Ich bin mir gerade wegen einem Charakter so fucking unsicher und das macht mich fertig. Wie viel hast du? Ja gut. Das sage ich auf jeden Fall, Gaetano. Kannst du mir deine Lösung sagen? Ich habe mehr als einen, Gaetano. Mehr als einen? Ja. Man darf tatsächlich nicht googeln. Oh mein Gott, das nervt mich gerade so hart, weil ich das nicht weiß. Boah. Also, ich sag mal so, es ist keine Schande, das nicht zu wissen. Ja, ich lieg hinten. Ja, stimmt. Ich will jetzt Baba viele Punkte. Das wäre echt ein
eine Möglichkeit, um hier gut aufzuholen, weil die Chance, dass dein Gegner das falsch macht, ist auch gar nicht mal so gering. Ja, weil es eine schwere Frage. Ich bin mir so unsicher, ich weiß es. Also, warte, ich zieh nochmal meinen Kopf. Zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit. Weil ich möchte auch, dass sie. Das, ich glaube, das ist gerade das Coole, dass man halt so wirklich mit seinem Knowledge versucht zu überlegen, okay, wie viele Charakter und sowas. Deswegen lasst euch Zeit. Easy. Okay. Pass auf. Gaetano Rau klingt so, als hätte er eine Antwort parat. Und da kommt auch die Antwort rein, okay. Also das obere ist die Einsatzzahl. Okay. Machst du nix. Machst du nix? Das ist eine sauschwere Frage. Ich muss leider. Okay. Timo auch bereit, hier rauszuhauen. Hier könnte seine Führung von abhängen. Ja, ich hab legit keine Wahl. Oh, er struggelt so sehr. Noch schnell in sein Handy eingezippt. Nee. Wie viele Charaktere? Ich muss. Okay, beide Antworten. Okay, Timo hier mit seiner 5 Punkte. Einsatz oh hier, okay. 5, okay. 5 Punkte, 5 Charaktere, sagt er. Und Gaetano setzt 2 Punkte und sagt 7 Charaktere. Jetzt wird's mich interessieren, bevor ich auflöse. Timo, du hast saulang überlegt. Welche Charakter hast du parat? Ich hab, ist 100% falsch. Also Rosa Girl Peach. Ja. Baby Daisy, Baby Rosalina. Baby Peach. Und ich glaube, Baby Luigi gab es in Yoshi's Island für den SNES noch nicht. Ich bin mir da aber echt nicht sicher, das weiß ich nicht. Ja, war auch mein Gedanke. Ja. Okay, Gaetano, du hast noch 2 mehr. Welche hast du noch? Tatsächlich gar keine. Ich habe die einfach noch draufgerechnet, für den Fall, dass ich was vergessen habe. Und hab einfach mal draufgerechnet. Okay, interesting. Ich habe hier exakt die Antwort. Timo setzt 5 Punkte und wenn er das jetzt hat, ist er entweder am Arsch oder hat Big aufgeholt? Ich würde so am Arsch sein. Die Antwort ist 4 und somit bekommt Timo seine 5 Punkte. Oh, was ihr anscheinend nicht wusstet, Toadette, Debüt in Mario Kart Double Dash, damit Toad einen Partner hat. Ja, stimmt, da war was. Ansonsten hätte Toad nämlich keinen Partner gehabt. Aber da Baby wurde Peach? Baby Peach gab es anscheinend schon. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Spiel. Wahrscheinlich wie Mario vs. Donkey Kong. Da gab es auch viele Babyformen. Vielleicht gab es sie da schon. Weil Baby Peach DS gab es sie auf jeden Fall. Stimmt. Und weil das Ding ist, Baby Peach, das kam ja später erst. Erster Auftritt in Mario Kart Wii erst. Deswegen eventuell gab es ein DS-Spiel, wo die schon. Oh, Yoshi's Island DS kam die zum ersten Mal dann vor. Ah, yes. Ja. Okay. Als ob die. Ich hätte schwören können. Ah, ja. Ja, klar. Krass, okay, ja. Und mit dem Power-Move hat Timo gut aufgeholt. Er hat noch nicht ganz die Führung, es stehen jetzt 15 zu 14, also quasi back-to-back, aber es ist wieder alles drin. Oh mein Gott, Junge. Es ist wieder alles drin. Also da muss ich dich auch loben, schon richtig geile verschiedene Variationen und Spiele. Danke, Bro. Sehr, ja, sehr geil. Ich habe versucht zu verhindern, dass jemand so komplett hinten ist und dann am Arsch ist. So. Deswegen, das ist richtig schlau, du hast man soll gut aufholen können. Ja. Es ist wieder sau spannend am Start. Vorletzte Frage. Wie viele Charaktere gibt es in Mario Kart 8 Deluxe insgesamt? Noch eine Mario Kart-Frage. Weil es so schön ist. Gar ich keine Ahnung. Ey, das ist eine Abfuck-Frage. Ey, da gibt es so viele, Alter. Es gibt sau viele. Ich besitze 8 Deluxe seit einer Woche. Weiß ich doch nicht. Das finde ich so verrückt. Warum hattest du das Spiel vorher nicht? Ey, du Pisser, das fuckt richtig ab, diese Frage. Ich muss das jetzt alles. Also wenn ihr crazy seid, zählt jetzt die Charakter durch, aber es war eher als eine Schätzfrage gemeint. Wenn ihr crazy seid, zählt ihr alle durch, aber. Boah, ich werde sie durchzählen müssen. Oh mein Gott, okay, insane. Aber es gibt, ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwas vergesse oder einen Charakter zähle, der nicht vorkam. Okay, da mache ich Let's Battle an. Ja, mach irgendwas an, Schnack, ich werde durchzählen. Es ist soweit. Wir kommen ins Epische. Ich brauche wirklich komplette Ruhe. Oder warte. Warte. Okay, Timo kapselt sich komplett ab. Gaetano ist auch dazu eingeladen, Kopfhörer rauszumachen, damit er in Ruhe zählen kann. Es ist tatsächlich ziemlich spannend hier am Start. Okay, beide! Die Tryhards, okay, beide
machen ihre Kopfhörer raus. Interesting. Das war eigentlich eher als eine Art Schätzfrage gemeint, weil es war schon, ja, es sind schon ziemlich viele Charakter, so viel kann ich sagen. Vor allem im Vergleich zum normalen Mario Kart. Wenn man sich das Mario Kart Roster mal aus heutiger Sicht anguckt, das für die Wii U, so viele Sachen fehlen da. Es gab nicht mal Bowser Jr., es gab kein Knochentrocken, es gab Rosa, Gold, Peach, nicht Shy Guy. So unglaublich viele Charakter gab es nicht. Holy shit, deswegen, okay. Mal gucken, ob die zählen gerade. Ey, wehe, einer von denen googelt. Aber ich vertraue den beiden mal, dass sie das nicht machen. Zehn andere Farben auch mit? Nein. Nur die Charakter. Also jetzt so 6 Yoshis und sowas, die zählen nicht extra. Yoshi ist einer. Shy Guy ist einer. Weil es sind ja keine einzelnen Charakter, sage ich mal. Deswegen ist schon tricky. Krass. Die Tryharden. Finde ich gut. Ich finde diese Mentalität gut, dass sie jetzt wirklich versuchen, auf den Punkt genau diese Antwort zu finden. Nicht einfach, ja, okay, das... Weil sowas eigentlich gedacht. So, ja, okay, ungefähr 40. Zack, 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 zack. Deswegen crazy. Jetzt kommt es drauf an, wer hier besser zählt, ob eventuell einer irgendwie einen Charakter vergisst oder sowas. Krass. Viele schreiben 64. Ist eine hohe Zahl, 64. Beide haben Kopfhörer raus. Ich könnte es für euch schon mal droppen, aber ich mache auch mal so, damit es auch für euch eventuell spannend bleibt, außer ihr googelt. Aber ist euch überlassen. Ich halte meinen Mouth schon mal shut. Mods können Wetten machen. Ich bin halt komplett gar nicht auf Twitch. Ich habe hier Chatterino offen. Deswegen, ich sehe nicht mal Wetten. Ich sehe keine Kanalpunkte. Ich habe nur Chatterino. Ich bin gar nicht auf Twitch. Ich sehe da gerade gar nichts. Und Gaetano hier am Tippen. Oh mein Gott, ich sehe nur, wie konzentriert beide gerade sind. Das ist sau schön zu sehen, wie konzentriert beide gerade sind. Ei, ei, ja. Alter. Ich bin ehrlich, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht alle Charakter aufzählen, bin ich ehrlich. Weil es gibt so viele, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Irgendwie Mi oder sowas. Mi zählt mit. Mi zählt mit. Und Timo hat sein Headset. Ich habe keine fucking Ahnung. Timo überlegt 3 Stunden, hat keine Ahnung. Ja, ich habe legit keine fucking Ahnung. Ich schätze es einfach. War auch eigentlich jetzt eine Schätzfrage. Also wirklich, wenn jemand hier eine Punktlandung hat, ich fahre dorthin und küsse sein Herz. Weil das bedeutet dann, er weiß wirklich jeden Charakter. Okay. Okay. Also ich bin mir unsicher. Ich habe jetzt einfach nur alle Charaktere mal nacheinander aufgeschrieben erstmal. Und ich zähle die jetzt nochmal. Du hast die aufgeschrieben, ich habe die im Kopf gezählt, Junge. Du wirst so viel genauer sein als ich. Naja, aufschreiben. Auf Tryhard angelehnt, aber eventuell auch, ja, dann verdiente Punkte. Ich habe eine kleine Frage, ein kleiner Bonustipp für mich und Tim Tom. Wobei, scheiß drauf. Ich habe gerade überlegt, vielleicht einen Tipp. Ein User verlangt hier Tipp, aber ich wüsste jetzt nicht, was für einen Tipp ich hier geben könnte. Eine Sache habe ich mich gefragt, aber ich glaube, die ist Schwachsinn. Deswegen werde ich sie aus meinem Kopf löschen. Ein Kandidat löscht Fragen aus seinem Kopf. Sehr interessante Wendungen hier heute. Heute Abend. Bei dieser Game Show. Ich habe nicht erwartet, dass diese Frage... Ich habe keine Ahnung. Timo haut seine Antwort raus. Ich habe nicht erwartet, dass diese Frage hier so tryhard wird, aber ich lieb's. Timos Antwort ist raus, zusammen mit seinen Punkten, die er schätzt. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch weniger wetten. Schon die Zahl, die ich... Ja. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, es sind zu viele, die ich gesagt habe. Eventuell. Ich sag natürlich noch nicht. Ich hol mir sogar einen Kakao nochmal. Timo braucht einen Beruhigungskakao bei dieser schweren Frage. Das Ding ist... Ich glaube, es sind viel mehr, aber ich zähle irgendwie nicht mehr in meinen Kopf. Ich kann nicht sagen, was ich gerade alles habe. Timo hat ja schon eingeloggt, oder? Oh, ja, also wenn du jetzt 1000 Charakter aufzählen willst.
Mario, Luigi, Daisy, Peach, Rosalina, Donkey Kong, Rosa Gold Peach, Bowser, Knochen Bowser, Yoshi, Metall Mario, Link, Mi, Melinda, Animal Crossing, Knochen Trocken, Koopa, Baby Mario, Baby Peach, Baby Rosalina, Baby Daisy, Baby Luigi, 7 Koopa, Link, Bowser Jr. Mentaler Zusammenbruch bei dieser Mario Kart 8 Deluxe Frage, ich sehe schon. Gaetano, ich würde sagen, ich gebe dir noch 10 Sekunden. Und dann will ich deine Antwort 45, haben. 45. 45, wie viele Punkte setzt du? Ich setze 2. Wie viele Punkte hast du gesetzt, Timo? Sag erstmal, es ist unfair. Sag erstmal du. 3 Punkte. Okay, damit hätten beide Kontrahenten ihre Antwort. Boah. Gaetano. Shit. 3 Punkte, waren das, ne? 3 Punkte? 3, ja. Auf 45 Charakter. Ja. Und Timo hat 2 Punkte auf 48. Beide sehr nah beieinander. Darf ich dir was sagen? Ich glaube, Timo hat es. Ich habe auch 45 im Kopf gehabt und dachte mir so, nee, das gibt keinen Sinn. Das muss gerade aufgehen. Und dann habe ich 46 gemacht und dachte mir so, aber irgendwas fehlt da noch. Und dann habe ich 48 gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das an Gaetano geht. Interessant. Ich glaube, er hat Timo, ich schaue hier gerade auch in den Chat und alle sagen 50. Schaust du in den Chat? Nee, ich nicht mehr. Also keine Angst, ich bin jetzt danach in den Chat. Sassi? Aber okay. Und? Nee, danach. Alles gut. Bei mir muss Sass sagen, ich sehe schon, okay. Sass, okay. Soll ich raushauen, Jungs? Bitte. Es gibt tatsächlich einen Gewinner. Und zwar die richtige Antwort ist 41. Und somit hat Gaetano Rau hier. Oh mein Gott. Hey, es gab Lakito. Boah, den habe ich auch völlig vergessen. Lakito, den Pisser, habt ihr zu Recht vergessen. Es interessiert niemanden, dass er in diesem Spiel ist. Niemand spielt ihn, noch nie gesehen, dass ihn jemand gespielt hat. Und Gaetano Rau hat hier tatsächlich... Oh mein Gott, das ist wieder... Aber da bin ich sogar gerade relativ stolz auf mein... Obwohl, nee, der Stolz geht gerade weg. Oh mein Gott, Katzenpeachen sind scheiße. Ich denke immer, dass Diddy Kong im Mario Kart 8 Deluxe ist. Tatsächlich nicht. Lucky 2 ist drin, Katzenpeach ist drin, aber Diddy Kong nicht. Ich denke immer, dass Diddy Wurst nicht. Digga, Tanuki Mario und... Tanuki Mario. Und Katzenpeach ist die unnötigste Scheiße, die es gibt. Warum ist das im Spiel? Schmeckt doch was auf. Das fuckt mich gerade voll ab, hä? Warum ist diese Baby-Metall-Reihe nicht direkt unter den normalen Charakteren, sondern diese komische Reihe dazwischen? Naja, fucked up. Ist nach Gewicht sortiert tatsächlich. Vor allem, was ich gar nicht checke, diese Tanuki Mario und Peach, Katzen-Peach-Verwandlung, die machen für mich nicht mal so sehr Sinn aus so einer. Also da kann man jetzt natürlich sagen, oh, da haben die sich Zeit gespart. Aber haben sie das? Weil sie mussten ja trotzdem dieses Modell von diesem Tanuki-Mario machen. Und die haben so, der hat so eigene Animationen. Der macht so in der Luft so Tanuki-Bewegung. Ja. Ich check das gar nicht. Gaetano Raum Meltdown bei Mario Kart 8 Deluxe Roster. Ja, ich dachte, das macht ja keinen Sinn. Schon. Warum ist da drin? Da hätte irgendwie... Aber nichtsdestotrotz hast du die Punkte hier eingeheimst. Es steht jetzt 18-12 für Gaetano Rau. Das heißt, Timo muss hier ein bisschen wagen. Letzte Frage nämlich. Es ist noch nichts verloren. Ihr könnt bis zu 5 Punkte setzen. Die wichtigste Frage. In welchem Jahr ist das erste Klonoa-Spiel erschienen? Wichtig. Ich glaube, hier hat niemand... Eine Ahnung, hoffentlich. Reine Schätzfrage. Wäre Hockey jetzt hier, er würde sofort wie aus der Pistole 5 Punkte, exakt das Jahr. Aber leider ist Hockey nicht hier. Ich glaube, ich weiß, dass Klonoa, ja, Mann. Hockey, für alle, die es nicht wissen, Klonoa Die Hard Fan. Ich sehe auch schon, was ist Klonoa im Chat, das sagt alles, es ist eine Spielereihe tatsächlich. Eine Jumpman-Spielereihe. So. Wie viele Punkte setzt du, Getter? Okay. Beide Antworten sind da. Und ich glaube, Timo weiß ein Jahr mehr, wenn ich jetzt nochmal überlege. Ich glaube, es ist ein Jahr drauf oder vielleicht sogar das darauf, aber mal schauen. Okay, es ist sehr, sehr interesting. Weil kann ich noch abändern? Ja, noch habe ich nichts gesagt. Du kannst abändern. Okay. Ja. Noch habe ich nichts gesagt. Na, dann gehe ich einen hoch. Ja. Also einen mehr als deine Antwort. Ja, komm, dann gehe ich einen. Okay, zum Glück hast du das getan. Zum Glück hast du es getan, weil sonst hättet ihr dasselbe geantwortet. Timo. Mit 1997 und 5 Punkten.
Er weiß, er muss jetzt hier wagen, um zu gewinnen. Gaetano Rau hat eins nach oben geändert. Er hatte auch 1997, hat aber auf 1998 hochgestockt. Ja. Interessant. Beides geraten oder habt ihr eine Ahnung? Geraten. Ich gleiche Schätzung, halt, ich dachte mir, okay, 96 ist Mario 64, bisschen drüber. Ich struggle gerade in meinem Kopf, ob das ein PS1 oder Saturn-Spiel war. Ich weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht und das war die letzte Frage. Es kann nur einen geben. Die Antwort ist... Oh Gott. Oh 1997! Nein. Gaetano ja, Rau ändert seine richtige Antwort. Nein! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Alter, danke, Hockey, nur dank deiner Nein! Timo, die 5 Punkte schmecken auf seinem Konto und Gaetano 3 Punkte runter, weil das leider zu gut letzte meinte. Frage. Das war die letzte reguläre Frage und es steht 15 zu 17. Reguläre? Bonusrunde? Bonusrunde! Bonusrunde! Eine letzte Bonusrunde und zwar bei richtiger Antwort 10 Punkte. Das ist einfach nur noch dumm. Aber es ist auch eine sauschwere Frage. Bei richtiger Antwort 10 Punkte, bei falscher Antwort minus 10, ihr müsst nicht antworten. Aber Gaetano Rau, insofern Timo nicht antwortet, muss er, um noch irgendwie zu gewinnen. Ich werde. Also es macht ja keinen Unterschied. Okay. Comeback möglich an der Stelle. Ich sag's, wie es ist. Und wenn Gaetano Rau antwortet, muss Timo auch schon fast, um das zu verhindern, dass er überholt wird. Aber wir gucken erstmal, was die Frage ist. Für welche Konsole wurde die erste Tetris-Version aller Zeiten entwickelt? Und es ist was anderes, als man denkt. Ja, ich weiß. Aber ich werde dazu nicht weiter irgendwas sagen. Ich enthalte mich und hoffe, dass Gaetano verkackt. Timo hofft auf Gaetanos Untergang. Wenn jetzt Gaetano ein Pfeil fällt... Es wird auch mein Untergang sein. Es ist natürlich nicht der Game Boy oder auch nicht der NES, wie man fälschlicherweise annehmen darf, sondern es war, glaube ich, irgendwas anderes. Es ist die Frage und es ist auch nicht umsonst die Baba-heftige Frage zum Schluss, okay, weil es ist schon schwer. Pass auf. Ist es eine Konsole, die man kennt? Eher nicht. Der Mainstream-Mensch kennt die Konsole nicht. Ist es... Kannst du den... Also auch den Hersteller, der ist in dem Fall auch unbekannt. Ich sag nichts. Okay. Ich sag nichts. Wenn Gaetano aber jetzt... Dann stelle einfach mal meinen Telefon-Joker. Ja. Wen rufst du an? Nein, Spaß. Leider keine Joker. Oh mein Gott. Nein, leider keine Joker in dieser Quizshow. Nicht, was, wenn ich meine Mutter anrufe? Also, willst du deine Mom anrufen und fragen? Nein, ich würde nicht. deine Mom würde ich zulassen. Ansonsten eher nichts. Jetzt sind wirklich deine Gaming-Fun-Fact-Knowledges hier gefragt. Und es ist Quizshow entscheidend. Ja, es ist halt eine unbekannte Konsole. Es ist relativ unbekannt, ja. Aber es ist halt die Frage, also, wenn man in der Szene aktiv ist, kennt man's. Echt? Also, in der Tetris-Szene kennt man's eventuell, ja. Tetris-Szene. Die Tetris-Szene ist schon, also das sind Die-Hard-Fans. Die wissen also natürlich die erste Version. Ich spann mal ein bisschen weiter. Also entweder ist es so ein Ultra, irgendwas von Atari, was man nicht kennt. Ich frag halt direkt, welches Jahr. Meltdown oder so. Im Chat, es ist zu intens gerade. Alles hängt gerade von dieser Frage ab. Ich kann auch schon mal sagen. Also die werde ich nicht schaffen. Die werde ich nicht schaffen, aber. Es ist auch also, die letzte für heute. So viel kann ich sagen. Jetzt oder nie. Also. Ich sag entweder, es könnte was von Atari sein, so Atari, die hatten voll viel alte Scheiße, noch nach dem 2600 hatten die auch noch irgendwelche anderen Sachen so. Das kann ich mir vorstellen, Commodore, Amiga könnte es auch sein. Man merkt, du hast auf jeden Fall Ahnung, es sind viele Konsolen, die kennt der Durchschnittsverbraucher nicht. Dann sage ich, die erste Version von Tetris war für den Amiga.
Für den Amiga. Ist das deine finale Antwort? Ja. Das wird falsch sein. Ja. Diese Frage ist tatsächlich entscheidend für das Ergebnis dieser Gameshow. Schnacker, schnacker. Und zwar die allererste Tetris-Version. Also, verarsch mich nicht. Kam raus für eine Konsole namens Elektronika 60. Elektronika 60? Elektronika 60, eine sowjetische Konsole. Tetris kommt aus Russland. Stimmt, die Scheiße. Für, genau, für Leute, die es nicht wissen, Tetris kommt aus Russland, deswegen sind auch diese Moskau Tower auf diesem Titelbild und sowas, wie auch immer diese Gebäude heißen. Leider inkorrekt. Ich dachte gerade, aber du guter sagst, Guess. Ja, das Ergebnis ist entscheidend. Und dann dachte ich so, als ob das Amiga war. Ich wollte es spannend machen. Elektronika 60 kennt man in der Regel nicht. Es ist halt wirklich eine sowjetische Konsole von damals gewesen. Dementsprechend, ja. Aber guter Guess. Amiga auch stark. Aus derselben Zeit. Leider aber trotzdem falsch. Und dementsprechend, der Endpunktestand. Was zum Teufel? 17 zu 5 für Timo. Applaus, Claps in den Chat. Go. Timo, er heißt nicht umsonst Game Design. Das ist sogar eingeblendet, der Gewinn ist eingeblendet, ja. Ja, er heißt nicht umsonst, er heißt nicht umsonst Game Design. Aber ja, Timo, heftig, was sind deine Worte zum Gewinn? Wen willst du grüßen? Wen willst du grüßen? Deinem Eltern? Hallo Oma. Timo grüßt Oma Game Design. Aber Gaetano, ich muss wirklich sagen, es war durchgehend knapp. Ihr wart ungefähr immer auf derselben Punktestand. Es war insane knapp hier alles. Also wirklich ein wahren Verlierer. Niemand wurde hier vernichtet. So. Ja, für beide auf jeden Fall. Echt super spannend gewesen. Und wie gesagt, ich habe es schon davor gesagt, aber echt nochmal Lob an dich. Also so gut strukturiert und so. Man merkt, du hast dir richtig Gedanken gemacht, wie man diese Spannung beibehält. Safe. Nicht einfach nur Frage an Frage an Frage, dass jemand so übles Los quasi rausholen kann. So. War schon stark gemacht, auch diese Bonusrunden und das mit den Einsätzen dann. Oh Junge, das mit den Einsätzen, also schlau. safe. Danke, Mann. Vielen Dank. Ja, ich wollte echt, dass das hier spannend ist. Game Show. Hab mir schon Mühe gegeben. Vielen Dank, Mann. Yes. Und ich hoffe auch, den Zuschauern hat Spaß gemacht. Ich hoffe, jedem hat es irgendwie Spaß gemacht. Wird es auch eventuell öfter geben, ich habe Bock. Und ja, danke auf jeden Fall an euch, dass ihr da mitgemacht habt. Ihr wart wirklich sehr gute Gäste. Hier nochmal Applaus auch in den Chat. Claps für die beiden Kontrahenten für heute. Sehr guter Job von beiden. ihr Wichser. Und ja, dann würde ich mich auch direkt hier verabschieden. Von der Gameshow, von der ersten Ausgabe. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Haut rein und tschüss, Leute.